Und damit hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Crysis 2. Wir sind hier in einem, ja, auf dem Weg zum Hive und müssen Reef und sein Team finden. Wie uns gestern ja der Hardgrave noch gesagt hat zum Schluss. Und ich muss sagen, dieses Spiel steht unter gar keinem guten Stern. Soll heißen, ich habe... Ja, gestern ja, hatte ich... Ja, stimmt. Ich habe euch noch gar nicht erzählt. Ich habe mir eine neue Grafikkarte geleistet. Das heißt, jetzt tackert hier unter der Haube so ein GTX 77. Und das Problem ist, dass seitdem irgendwie Crysis zwischenzeitlich einfach mal so abgeschmiert ist. Einfach mal so aus Jux und Dallerei. Und deswegen musste ich, oder habe ich gestern gespielt, dann hat es irgendwie nach 20 Minuten sich aufgehangen, das Game. Also kommt einfach nur ein Blackscreen. Und hin und her überlegt, woran es liegen könnte. Keine wirkliche Alternative oder Antwort gefunden, auch im Internet nicht. Und eventuell liegt sie an DirectX 11. Das habe ich jetzt mal ausgeschaltet und ich hoffe ganz inständig, dass ich... Drecksvieh. Dass ich jetzt doch mal ohne Blackscreens spielen kann, weil es würde mich sehr freuen, dass wir auch mal vorankommen. Weil, wie gesagt, ich habe dann auch die Aufnahmen wieder mal in die Tonne gekloppt. Weil ich meine, das Gute ist ja bei Crysis hier, dass du... Der hier redet, ist übrigens hier in sein Funkgerät. Das Gute bei Crysis ist, dass man so eine, die Safe Games so einzeln anwählen kann. Und jetzt kommt gleich noch eine epische Szene. Kawabunga. Jawohl. Ah, guck an, jetzt spiele ich sogar mit 60 Frames zum Aufnehmen. Das ist ja ein Traum. Gut. Also kümmern wir uns mal nicht weiter drum. Und behalten im Kopf, dass es eventuell ein bisschen holprig wird. Wir schauen mal, was wir machen können. So, hier kommen jetzt ein paar Alien-Ärsche. Die werden wir mal wieder wegsnipern. Ich sehe mal zu, dass wir hier ein bisschen Progress bekommen haben. Ups. Schalala. Er hüpft doch gleich hier hoch, oder? Oder was macht der da hinten? War der? War der? Ach, bleibst du stehen? Komm her mit deiner Monsterlocke. Sehr gut. Scheiße! Daneben! Daneben! Jetzt aber. Daneben! Jetzt. Finally! Nachdem ich hier... Ups. Da bin ich. Hier bin ich. So. So, schnell da, Lied. Ja, noch hat. Hi. Bye. So. Noch irgendwer ohne Fahrschein. Der da drüben hat bestimmt Muni fallen lassen. Na, no Gott. Und... Nee. Energy niedrig, gut. Dann gucken wir mal weiter hier. Ach, hier unten kamen, glaube ich, auch noch welche. Aber selbstverständlich kommen hier unten welche. Fragt sich nur, wo. Taktische Optionen verfügbar. Echt? Erkunden. Beobachten. Kante greifen. Mhm. Das sind super taktische Optionen. Das ist so... Tarnfeld aktiviert. Alter, die... Alter! Leck mich fett. Tarnfeld aktiviert. Habe ich den jetzt mit einmal umgebatzt? Ja, wa? Der kam einfach auf mich zugerannt. Ich glaube, die haben teilweise auch... Da hinten sind noch welche gewesen. Ah, egal. Ich glaube, die haben teilweise auch so eine... wie sagt man's? Thermal Vision. Hier, hier. Der zum Beispiel. Ach, erkennt man die zufälligerweise... an dem roten etwas. Das kann natürlich sein. Nanokit. Klingt ein bisschen schwul, dieses Nanokit. Hm? Kann das sein, möglicherweise? Na, ich habe doch eine ganz böse Vermutung. Stinker schlawenzelt hier schon wieder umher.
doch wer. Na, Digga? Tschüss, Digga. Was a pleasure for me. Tarnfeld aktiviert. So. Zwei, die sich drücken. Da ist noch einer. Tschüss, Digga. Gut. Das läuft da super hier. Schwupp. Nano-Kit. Nano-Kit. Wo war denn der andere? Hallo? Wer war da noch einer? Ach, den habe ich schon. Der und... Der. Sehr schön. Okay, denn, warum ist es so einfach auf einmal? Komme ich etwa langsam ins Spiel rein? Sollte das denn die Möglichkeit sein? I don't know. So. Alter, mach doch mal die Tür nicht so schwuchtelig auf. Mach doch mal auf wie ein Mann! Wo sind wir hier? Ja, da habe ich mich gestern auch schon gefragt, was soll das hier? Da sind die Alien-Ärsche, weißt du, und hier so ein Versteck von... Alter, der geht mir um den Sack. So. Ruhe ein paar Buff. Zack, zack, zack. Schnell mal durch. Grusel-Alien, aber irgendwie weiß man ja direkt, dass es nur so ein kleines Etwas ist. Meine Männer. Deshalb ist der Kontakt abgebrochen. Jo. Ich hatte gehofft, also, nun wie auch immer. Ja, das ist Reeves und Co. Der Krieg fordert eben Opfer. Die müssen wir alle bringen. Versuchen Sie, Ihre Scan-Ausrüstung zu finden. Dann würden wir wenigstens vor dem gewarnt, was uns hier erwartet. Jawohl. So, jetzt machst du mal wieder auf wie ein Mann hier die Tür. Oh, nicht schon wieder so. Na! Sehr gut. Schwupp, ab in die Pampe. Yeah. Eine flache Plastikflasche über einer flachen Plastikflasche. Das sind zwei Bilder, die da so ein bisschen schwanken. Sieht man das? Finde ich ja witzig. Na gut, egal. Weiter geht's. Hep, hep. Ey. Achso, hier kam nichts. Hier waren bloß diese kleinen Kackviecher. Hier werden wir mal versuchen, alle zu schnappen. Weil wir zu viel Munition haben. Und außerdem ist hier noch ein Nachschub. Mitchell. So, die MS Mike, die X43 Mike, die nehme ich nicht mit. Das ist so ein ultraschnelles Etwas. Alter. Lol, versteckt er sich? Noch wer ohne Fahrschein? Bin gerade so gut im Schuss. Da ist noch einer. Oh. Das Schöne ist, die brauchen bloß einen Schuss. Dann sind sie weg. Ah, hier war noch einer. Wo bist du? Alter, dich kriege ich. Brauchst nicht wegrennen. Ach so. Alter, gerade gesagt, du bist so gut im Schuss und schon. Jetzt wieder die Fehlnatur hier los. So, Morpheus. Zack. Zünder. Angemacht. Explosion unmittelbar bevor. Warnung, Warnung, Warnung. Explosion kommt übrigens zeitverzögert, also der Sound, weil er 500 Kilometer weit weg ist. Der Hammer. So. Wir werden mal fix. Jetzt müssen wir sie in die zentrale Struktur bringen. Anhand der Pläne, die Reeves und sein Team senden konnten, würde ich vorschlagen, sie sprengen eines der Röhrensiegel und verschaffen sich über den Riss Zugang. Suchen Sie nach Schwächen in der Struktur. Ja, wir suchen nach Schwächen in der Struktur und haben jetzt doch gerade zufälligerweise die Mike aufgenommen.
Nehmen wir sie mal mit, weil ich die ja quasi noch nicht recorded habe. Zwar mit der schon geschossen und gespielt, aber ihr habt sie ja noch nicht gesehen. Und die ist eigentlich ein fettes Dingens. Aber man findet für die kaum Muni und deswegen werde ich auf kurz oder lang wahrscheinlich wieder zur Fernkampf-Scar zurückkommen. Aber gut, das sei mal so dahingestellt. Wir müssen jetzt nach Schwächen in der Struktur gucken. Pep. Kontrollpunkt erreicht. Hallo? Ich hoffe ja nur ganz anständig schon die ganze Zeit, dass hier irgendwie nicht plötzlich wieder Black Screen. Also hier zum Beispiel war gestern so eine Situation, dass ich hier runtergelaufen bin und zweimal, dreimal Black Screen bekommen habe. Black Screen. Bam. Aber ich glaube, das hat wirklich mit DirectX 11 und 10 zu tun. So, Achtung. Epische Szene. Toll, was? Wie ein Korallenökosystem. Kann es da noch Zweifel geben, dass diese Kreaturen sich in einem Ozean entwickelt haben? Sabotiere die Sporenleitung. Stelle eine Verbindung zu den Sporen her. Also alleine die Soundkulisse in dem Spiel ist schon der Hammer. Dazu dürfte man eigentlich gar nicht die, die Musik anschalten. So, also was wir jetzt hier machen müssen, eigentlich noch Energie, hab ich. Da unten, ihr seht da dieses Dingens. Da muss ich irgendwie meine Faust reinrammen, das, was da so rumwabert. Und, muss vorher diese ganzen Aliens ausschalten. Das Dumme ist nämlich ganz unten, sieht man den von hier? Energie recht noch? Ich glaube da irgendwo, da steht ein ganz dicker Fetter. Und der wird uns wieder Probleme bereiten. Und deswegen schneipern wir uns mal hier kurz den Weg frei. Mit den Volksbanken und Reifeisenbanken. Und dann haben wir es hier ein bisschen einfacher. So, wo sind die jetzt hin hier? Hallo? Alter, du warst da gerade noch hier. Wo steckst du? Hm? Nö. Hä? Na, mir egal. Nee, ich hab, nee, stopp. Hier ist freie Sicht. So. Einmal. Tschüss. Standort wechseln. Wir sind ja ein guter Sniper. Wo sind die denn alle hin? Da ist einer. Hep, hep. Ah, fuck. Wir haben den Dicken getriggert. Das ist nicht gut. Oh, fuck. Von beiden Seiten. Und da kommt auch noch einer. Drecksstück. Na. Tarnfeld aktiviert. Alter. Puh. Ich hab Puh gesagt. Yes, das Maria. Du siehst mich nicht. Du siehst mich. Einfach nicht. Aber ich seh dich. Du Lümmel. So. Dann mal schnell hier die Nano-Kids. Cats. Nano-Cat. Nano-Cat. Muni. Sehr gut. Wo bist du, du Lümmel? Na, hast dich nass gemacht? Sieht immer ekelhaft aus, wenn die so splattern. So, alles klar. Sollte eigentlich ruhig sein hier jetzt. Du musst den Dicken noch finden, ne? Wo ist der Dicke? Wo ist der Dicke? Der müsste doch da unten irgendwo sein. Hallo? Wo ist Brutus? Tarnfeld aktiviert. There ist Brutus. Hi, Digga. War es das schon? Nee. Maximale Panzerung. Wo ist er? Da, der, ah, der, guck mal, der wackelt ja schon. Na? Schwanken wir ein bisschen? Oh.
Brutus hat's nicht mehr erlebt. So, dann schnell nochmal nachladen. Und weiter geht's. Ich hoffe, wir haben alle hier gekillt und werden nicht gleich böse überrascht. Sollte aber so sein. So. 500 Nanocats. So, dann schnell mal hier die Faust reinrammen. Puschassa. Sehr schön. Das scheint zu funktionieren. Ja, natürlich schon funktioniert es. Aber Sie müssen das Ganze bei den anderen Röhren wiederholen. Mhm. Dann müsste das gesamte System unter Hochdruck stehen. Sehr gut, das machen wir. Um den Hive so ein bisschen zu sabotieren. Dazu geht es hier durch. Da lang. Einmal mit C. Und dann sind wir schon in der nächsten Szenario. Wir müssen jetzt, glaube ich, wenn ich jetzt recht überlege, waren es 3 Sachen. Hier ist Muni. 2 oder 3 Sachen müssen wir. Müssen wir hier. Also ausschalten und so. Ne? So, den haben wir da als erstes gesehen und den werden wir auch als erstes umnatschen. Tschüss, Digga. Da ich gleich noch einen gesehen. Aber er hat mich nicht gesehen. Tschüss. So, nachladen. Jetzt werden wir auch gleich mal da runtergehen. Gucken, ob einer guckt. Schön stromsparend, hätte ich jetzt, was ihr sagt. So. Nanocat. Sehr schön. Oh Gott. Kackposition. Knopf. Energie aufladen. Tarnfeld aktiviert. Okay. Gibt's hier keine weiteren? Doch, da oben. Hallo? Ist irgendwo noch ein Dicker? Ach, der. Das klingt nicht gut. Mutti. Das klang mir nach den Dicken. Und dem möchte ich nicht im Nahkampf begegnen, weil der natscht mich um. Ach, war er gar nicht. Doch, da hinten ist er. Tarnfeld aktiviert. Bamsen. Wow. Energie aufladen. Boah, leck mich. So. Wo ist er? Immer noch da. Oh, der schießt da schon wieder. Hast nur Granatenaufschub. Warum ist der jetzt so weit? Was machst du denn hier? Das ist mein heiliges Heim hier. Da hast du nichts zu suchen. Tarnfeld aktiviert. So. Da unten ist noch so ein Springfloh. Komm her, du blöder, spring ins Feld. Club Mr. Dicky. Brutus geht's nicht so gut. Tarnfeld aktiviert. Den werde ich. So, warte mal. Wir haben mal ein paar Sachen hier verballern. Schnell weg. Boing. Ich glaube, mit Brutus ist nicht gut Kirschen essen. Weg. Alter. Tarnfeld aktiviert. Was ist mit Brutus? Gibt's ihn nicht mehr? Oder? Nee. Brutus ist runtergelaufen. Oder runtergefallen. Ist Brutus tot?
Brutus gibt's nicht mehr. Dann sollten wir uns beeilen, dass wir nach oben kommen. Nanocat! Und die Faust hinein! Bamsen! Sehr schön. Gut. Sie kriegen den gewünschten Effekt, aber Sie müssen sich beeilen. Die Idioten im Pentagon werden in Kürze handeln. Na ganz toll. Diese Idioten. So. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier lang müssen. Ich komme auch langsam... Wir kommen auch langsam zu dieser Stelle, wo der Stevie noch nicht gewesen ist. Quasi eine unbekannte Stelle für den Stinker. Hallo? Ach, da müssen wir hin. Okay. Gibt's hier irgendwen? Huch. Granate? Nee. Will ich nicht. Will ich auch nicht. Ach so, das ist meine Dingswaffe. Ja, die müssten wir auch mal testen. Das werden wir gleich mal machen. Das waren jetzt bloß so typische Situationen und Szenen, wo man eigentlich nur, also wo man perfekt snipern konnte. Und da ich ja gerne Sniper, was wollte ich denn jetzt machen? Ach, Nanovision, meine Fresse. So. Weil ich ja gerne Sniper, muss ich das ausnutzen. So, da ist ein Fass. Oh, da sitzt einer. Die muss ich leider mit einem Schuss... Ach du Scheiße, das ist ja so einer. Oh Gott. Also es gibt Brutus und es gibt Brunhilde. Und die rote... Das ist Brunhilde. Uff. Also wie gesagt, es gibt... Ich habe keine Muni mehr. Brunhilde ist mindestens genauso kacke. Und die sind noch aggressiver. Die sind im Prinzip so aggressiv und agil wie die kleinen Dinger. Haben aber mehr Panzerung. Und man kriegt doch 300 Nanocats. Also insofern, ja. Wo ist denn hier jetzt zur Hölle? Ich brauche Muni. So, aufladen. Nachschub aufnehmen, da unten. 100 Watt. Aufsteigen. Scharfschütze flankieren jetzt. Nee. Kacke. Tarnfeld aktiviert. So, wir können ja mal den da mit dem ausschalten. Ups. So, mein Bester. Haust du rein. So, ihr habt gerade hinten das den Flieger gesehen. Der hat hier mal wieder ein paar Leute abgesetzt. Und wir brauchen unbedingt Muni. Ohne Muni wird's kriminell jetzt gleich. Sehr gut. Ja, hier für die Mike, wie gesagt, gibt es eigentlich nie irgendwelche Munis. Finde ich ein bisschen blöd. Aber ich glaube, die ist so ein bisschen overpowered. Kann das sein? Warte mal. War hier eine... Ich weiß gar nicht, wie viel Power die hat. Schaden. Siehst du, guck mal, Mike hat volle Kante Power Schaden. Und auch eine sehr hohe Feuerrate. Deswegen gibt es, also das ist wahrscheinlich eine overpowered Weapon und deswegen gibt es da keine Muni für. Aber egal. Weil ich weiß, was hier kommt, werde ich mich mal kurz zurückziehen, weil hier kommt nämlich nicht nur ein Brutus, hier kommt auch gleich eine Brunhilde mit dazu. Mano, Alter! Ich krieg einen Knall! Kacke. Da hinten kommt nichts. Sehr gut. Da ist er. Brunhilde. Sehr gut. Brunhilde Nummer 1 haben wir.
Nein! Oh mein Gott! Gib mir meinen. Was mit euch? So. Die beiden Nano-Kids nehmen wir noch mit. Tarnfeld aktiviert. Komm her, du Sack. Mann! Ich bin ja so bekloppt. Okay. Der scheint hinüber zu sein. Dann machen wir Folgendes. Wir holen jetzt mal hier die Nano-Kids. Und werden dann, taktische Optionen verfügbar. Den dann nehmen. Aber den nehmen wir uns morgen. Wenn es wieder heißt, Let's Play Crysis 2. Also in dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben nicht vergessen. Und morgen natürlich wieder einschalten. Also, bis dahin. Tschüss.